Hi, ihr habt mir viele tolle Wörter zum Thema Frühling zugesandt. Daraus habe ich fünf ausgelost, und zwar Schmetterling, Vogelgezwitscher, Frühlingsgefühle, Kirschblüten und Gartenhütte aufbauen. Daraus habe ich eine Geschichte gebastelt, die ich euch jetzt vorlesen werde und wünsche euch viel Spaß. Voll Bock. Wie meinen Sie das? Ich kann jetzt nicht zurück. Ich wollte doch gerade meine Gartenhütte aufbauen. Wer soll das denn fertig machen? Der mir zugeteilte Sachbearbeiter saß nur da, tippte in seinen Laptop. Allmählich fühlte ich mich unwohl. Ich fasste an meine Stirn. Dort klebte Schweiß mit Blut einige Haare zusammen. Blumenerde war auch dabei. Meine Jeans waren den Knie aufgerissen, und als der Sachbearbeiter wegsah, roch ich schnell an meinen Achseln. Liebe Zeit! Ich sollte duschen und nicht hier sein in diesem Raum. Wo war ich eigentlich? Ich konnte mich kaum erinnern. Das Letzte, das ich noch weiß, war, ich war in meinem Garten, nagelte ein paar Bretter zusammen für meine Hütte. Durch das Vogelgezwitscher wusste ich, dass es frühmorgens war. Ja, wenn ich ein Projekt hatte, dann konnte ich vor Aufregung nicht schlafen und konnte es kaum erwarten, damit anzufangen. Die Hütte wird der Knaller, wenn ich sie denn fertigstellen kann. Dafür musste ich heraus, am besten gestern. Ich sehe den Mann an, doch er trennt seinen Blick nicht von seinem Bildschirm. Frau Weber-Bock, sagt er schließlich, ich habe noch eine Frage bezüglich der Gartenhütte. Ich nickte eifrig und bemerkte dabei meine hämmernden Kopfschmerzen. Er räusperte sich und fragte: Hatten Sie schon einmal Frühlingsgefühle? Ich runzelte die Stirn und zuckte die Schultern, dann sagte ich: Ja klar, wer denn nicht? Nun gut, sagte er, atmete hörbar aus und tippte weiter. Unterdessen versuchte ich weiter, mich krampfhaft zu erinnern. Die Hütte sollte neben dem Kirschbaum stehen. Ich liebte den Duft der Blüten, auch wenn Kirschblüten eine Riesenschweinerei machten. Vielleicht sollte ich den Standort überdenken. Die Blüten auf dem Dach meiner Hütte? Ich weiß nicht, ob das gut wäre so mit der Zeit. Der Blick des Sachbearbeiters holte mich aus meinen Gedanken. Frau Weberbock, ich erkläre es Ihnen ein einziges Mal, also hören Sie gut zu, was passiert ist. Fragen sind nicht gestattet. Nach der Aufklärung warten Sie bitte vor der Tür. Hier wird dann entschieden, wie wir mit Ihnen weiterverfahren. Mein Mund war trocken. Hatte ich etwa etwas Schreckliches getan? War ich hier bei der Polizei? Verdammt, wieso konnte ich mich nicht erinnern? Der Sachbearbeiter sprach weiter. Sie, Frau Weberbock, waren am heutigen Morgen gegen 6:30 Uhr damit beschäftigt, eine Gartenhütte aufzubauen. Dabei standen Sie auf einer Leiter, die unsachgemäß auf matschigen Kirschblüten stand. In Ihrer rechten Hand befand sich ein Hammer. Als sich ein Schmetterling auf Ihre Nase setzte, erschraken Sie so sehr, dass sie mit aller Wucht den Hammer anstatt auf den Nagel auf ihre Nase hauten. Dies führte zum K.O. Und sie fielen die Leiter hinunter, mit den Knien auf die Säge. Von Arbeitssicherheit haben Sie wohl noch nicht so viel gehört. Langsam dämmerte mir, wo ich mich hier befand. Als ich eine Frage stellen wollte, ging die Tür hinter mir auf und der Sachbearbeiter deutete mir an, den Raum zu verlassen. Draußen saß ein Mann, der etwa in meinem Alter war. Er sah nicht so demoliert aus wie ich. Also fragte ich: Und, wieso bist du hier? Sein Gesicht war kreidebleich und er antwortete: Flugzeugabsturz. Aber ich darf zurück. Ich war schon einmal hier wegen eines Flugzeugabsturzes. Dass so etwas so selten ist, dass einem das zweimal passiert, darf ich zurück, sagt zumindest meine Sachbearbeiterin. Sie macht gerade meine Papiere fertig. Er lächelte und die Farbe kam zurück in sein Gesicht. Seine Augen wanderten an mir auf und ab und schließlich fragte er: Wie bist du hier gelandet? Ich setzte mich ihm gegenüber, zuckte die Achseln und sagte: Frühlingsgefühle und eine nicht sachgerecht aufgebaute Leiter. Er lachte. Ich stimmte ein und korrigierte: Nein, nein, ich haute mich selbst K.O. mit einem Hammer. Aus Versehen. Da war ein Schmetterling und naja, die Leiter, auf der ich stand, war nicht so sicher.
Wurdest du auch gefragt, ob du schon mal Frühlingsgefühle hattest? Er lehnte sich zurück und sagte, ja, aber ich verneinte, weil ich noch nie richtig verliebt war. Ich sah ihn mit großen Augen an und sagte, oh, woran lag's? Du kannst es mir ruhig sagen, wir werden uns eh nie wiedersehen. Er grinste und mir fielen diese hübschen Grübchen auf. Vermutlich war einfach noch nicht die Richtige dabei. Ach übrigens, ich heiße Patrick. Und du? Er reichte mir seine Hand. Ich bin Emma. Emma Weberbock. Wieso wurde mir so warm? Mein Herz schlug ein Ticken schneller. Patrick wurde in das Zimmer seiner Sachbearbeiterin gerufen. Ich sah noch lange auf die Tür. Dann öffnete sich die Tür meines Sachbearbeiters. Er war nicht alleine drin. Eine Frau war noch mit dabei. Setzen Sie sich, Frau Weberbock. Ich tat, wie mir geheißen, und spürte das erste Mal, seit ich hier war, Traurigkeit. War es das jetzt? Aus und vorbei? Als könnte er meine Gedanken lesen, sagte mein Sachbearbeiter. Nein, das war es noch nicht. Sie haben geschwindelt, was die Frühlingsgefühle angeht. Frau Amor hier und ich haben allerdings eine prima Idee und lassen Sie zurück. Sie bekommen eine zweite Chance, werden sich aber an all das hier nicht erinnern können. Ehe ich etwas sagen konnte, wurde mir schwarz vor Augen und ich wurde ohnmächtig. Als ich meine Augen wieder öffnete, stand ein Mann vor mir, der mir irgendwie bekannt vorkam. Ah, da sind Sie ja wieder, Frau Weberbuck. Sie haben mir einen großen Schrecken eingejagt. Mit dem Hammer auf die Nase. Auf so eine Idee muss man erst mal kommen. Keine Sorge, man wird nichts mehr davon sehen. Ich bin Ihr Chirurg, Patrick Maibock. Willkommen zurück im Leben. Ich hoffe, euch hat die Geschichte gefallen und würde mich über ein Feedback freuen.